Ja, hiermit ist die zweite Kundgebung im Rahmen der Reihe Protestieren statt Frieren jeden zweiten Donnerstag hier auf dem Rathausplatz eröffnet. Protestieren statt Frieren. Aufruf des Bündnisses für soziale Gerechtigkeit, Frieden und Solidarität. Wir rufen die Menschen auf die Straße, die schon jetzt jeden Cent umdrehen müssen, die diesen Winter hungern und frieren müssen, die sich um die Lebensgrundlagen der zukünftigen Generationen ernsthafte Sorgen machen. Dieser Krieg kann noch lange dauern, und damit einhergehend wird es weitere Preissteigerungen und vermehrt Energieknappheit geben. Wir rufen zu Frieden statt Waffenlieferungen auf. Statt 100 Milliarden Sondervermögen für die Militarisierung fordern wir Geld für Soziales. Statt Gasumlage fordern wir eine Übergewinnsteuer und die Deckelung der Energiepreise. Statt Einmalzahlungen fordern wir eine Absicherung der Grundversorgung. Dieser Krieg ist nicht unser Krieg. Diese Krise ist eine Krise des Kapitalismus. Die Geschichte lehrt uns, dass kapitalistische Krisen fast unweigerlich zu Kriegen führen. Verlierende sind immer die kleinen Leute. Lohnabhängige und Arbeitslose, Klein- und Solo-Selbstständige, RentnerInnen, Kinder, Auszubildende. Wer immer gewinnt, ist ebenfalls bekannt. Waffenunternehmen, Energiekonzerne, Bauindustrie und Finanzbranche. Doch statt die Krisenursache Kapitalismus zu benennen, werden jedes Mal neue Ausreden angeführt. Zuerst war es die Pandemie, jetzt ist es der Krieg. Am Ende aber steht immer nur eins. Eine weitere massive Umverteilung von unten nach oben. Krise und Kriege sind immer ein Nährboden für faschistische und rassistische Ideologien. Es ist bekannt, dass die AfD und Co. diese Lage ausnutzen wollen. Dem setzen wir unsere Proteste unter klaren, solidarischen, antifaschistischen und internationalistischen Vorzeichen entgegen. Denn unsere Stärke ist die Solidarität, nicht Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit. Kommt und schließt euch uns an.